Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns zwei Achievements angucken. Und zwar sind beide hier auf der verbotenen Insel. Und dazu müssen wir einmal rein unter Erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir einmal das Achievement, das ich vorhin eben gemacht hatte. Und zwar heißt es, X markiert die Stelle. Und was müssen wir dafür machen? Findet mit Hilfe von 10 versiegelten Schriftrollen Schätze auf der verbotenen Insel nach dem Sturm. Nach dem Sturm heißt immer, nachdem quasi Patch 10.07 live gegangen ist. Davor war es ja hier die Start- oder das Startgebiet für die Drag-Tür. Und es gibt jetzt noch ein weiteres Achievement, nachdem er die 10 Dinger gesammelt hat. Und zwar nochmal eins, wo man 50 sammeln muss. Ich habe jetzt 46, 4 habe ich jetzt mal noch aufgehoben. Die werden wir uns jetzt zusammen angucken. Dann ist das vielleicht alles ein bisschen klarer. Was sind das für Schriftrollen? Und zwar, sobald ihr hier auf der Insel seid und das soweit freigequestet habt, könnt ihr von allen möglichen Quellen, von Rares, von normalen Gegnern, aus Schatzkisten, Schriftrollen bekommen. Und die Schriftrollen sind die hier, versiegelte Geisterschriftrolle, versiegelte Fischschriftrolle, versiegelte Artefaktschriftrolle und versiegelte Wissensschriftrolle. Das sind die 4 verschiedenen. Es ist eigentlich relativ wurscht, welche ihr kriegt. Ihr kriegt die in unterschiedlichen Mengen. Relevant ist das nur, wenn ihr nämlich diese Schätze aufmacht, die in diesen Schriftrollen quasi inbehalten sind, kriegt ihr verschiedene Tokens und diese Tokens könnt ihr bei den verschiedenen Fraktionen abgeben. Und wenn ihr die abgebt, dann kriegt ihr immer dementsprechend einen Ruftoken der jeweiligen Fraktion. Wir können das mal machen. Also ihr seht, hier habe ich so Tokens und diese Tokens kriegt man halt aus diesen Schätzen dann raus. Und wenn wir jetzt hier mal drauf gucken, kann ich jetzt das Fisch-Token, ne, das kommt aus der Fisch-Schriftrolle, bei dem Tusker-Typen abgeben, kriegt dann einen Beutel raus und das ist dann halt ein Ruftoken für die Tusker drin und ein paar Ressourcen. Ne? Und es läuft bei den anderen genauso, bloß dass man halt dementsprechend dann einen Ruftoken für die jeweilige Fraktion rausbekommt. So, wir sind jetzt hier am Lager. Wir haben nämlich auch noch eine Möglichkeit, die Dropchance von den Rollen ein bisschen zu erhöhen. Und zwar gibt es hier bei dem Ruf-NPC, bei diesem Drachkin, ein Item, Azur Aufzeichnungskristall, und der erhöht für 16 Minuten die Chance, durch Schätze und Begegnungen auf der verbotenen Insel versiegelte Schriftrollen zu erhalten. Effekt wird bei Plünderung entfernt. Das können wir uns kaufen, dann haben wir einen Buff drauf für eine Stunde. Ich wähle es jetzt einfach mal eins, ist jetzt wurscht. 2k Ressourcen kostet das, dann haben wir hier den Buff drauf. Wichtig, ihr habt nicht eine Stunde den Buff drauf, sondern ihr habt den Buff nur drauf, bis ihr eine von diesen Rollen gelootet habt. Dann ist es weg. Das ist so ein One-Time-Ding. Müsst ihr das unbedingt kaufen? Nein. Also wirklich extrem verbessert hat es die Drop-Chance meines Erachtens ehrlich gesagt nicht, aber zumindest so ein bisschen. So, jetzt zeige ich euch mal, wo ihr das zum Beispiel farmen könnt. Also wie gesagt, ihr könnt es von jedem Rare, jedem Mob und überall bekommen. Es gibt eigentlich 2 halbwegs gute Spawnpunkte. Der erste gute Spawnpunkt ist hier unten auf den Koordinaten 59, 62. Da sind lauter Non-Elite-Mobs, und zwar diese Draktür-Dudes, und die kann man hier einfach zusammenpullen. Da sind dann hier in dem Haus noch ein paar drin, hier unten kann man dann immer noch was pullen, hier. Und das Ding ist, die haben einfach den Vorteil, dass die relativ schnell wieder nachspawnen. Wenn ich die jetzt töte, dann spawnen die eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden wieder nach, zumindest war es vorher die ganze Zeit so. Wenn man hier so ein bisschen den Multispawn auslöst, seht ihr, dann spawnen jetzt hier wieder die nach. Und man kann die eigentlich die ganze Zeit durchgehend hier an einer Stelle töten. Vor allem, wenn man jetzt eine volle Gruppe hat und alle Mobs hier in der Zone immer wieder ranzieht, spawnen die ständig nach und man kann halt hier ganz entspannt mit mehreren Leuten farmen. Also das ist so der eine Spot, der gut ist. Seht ihr, jetzt sind die wieder nachgespawnt, es geht halt immer so weiter. Ne? Also man kann hier durchgehend die umhauen. Hier habe ich vorher eine halbe Stunde mal mitgestoppt, habe 11 von den Rollen in einer halben Stunde gekriegt. Die andere Alternative ist, hier in die Höhle zu gehen. Und in der Höhle gibt es ja einen Haufen Elite-Mobs, es sind öfter Gruppen im Tool drin. Und zwar, wenn ihr hier auf Quest gebt, gibt es hier Kriegerhorde, da sind eigentlich immer relativ viele Gruppen drin, teilweise Raid-Gruppen bis 40 Mann. Und da kann man einfach alle Elite-Mobs zusammenpullen und wegratzen. Da habe ich auch eine halbe Stunde gefarmt, habe ich 9 Schriftrollen gekriegt. Sind die Werte aussagekräftig? Jein, weil dementsprechend, das ist natürlich random, ist wie viel ihr kriegt, ne? Wenn ihr die Teile einsetzt, kriegt ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, weil Begegnungen meistens irgendwelche Rare-Kills oder irgendwelche Bosse sind. Ich weiß jetzt nicht, ob die normalen Mobs ehrlich gesagt auch zählen, aber ne, wenn ihr die Ressource, also diesen
Elementarüberfluss für sonst nichts mehr brauchst, wie es bei mir der Fall ist, könnt ihr sie ja mal reinhauen und dementsprechend habt ihr vielleicht ein bisschen höhere Chance. Genau. Also das ist jetzt so die Spots, wo ich gefarmt habe. Dritte Alternative ist, ihr farmt nicht an den Spots und macht es halt beim Rares töten, Daily-Aktivitäten hier immer mit und kriegt es halt so nach und nach. Das war jetzt halt die Möglichkeit, wie ihr es möglichst, wenn ihr es in einem Aufrutsch quasi farmen wollt, farmen könnt. Genau. Jetzt setzen wir die Dinger mal ein. Wenn ich jetzt hier eine Rolle einsetze, dann läuft es so, dass ich quasi hier so ein X auf der Map habe. Ne? Da muss ich dann hin einfach was anklicken. Ich habe jetzt mal von jeder Art eine offen gelassen, dass ihr das so ein bisschen seht. Jetzt haben wir da noch ein X auf der Map. Und das nächste. Da oben ist nur eins. Jetzt setzen wir das vierte ein. Hier. So, jetzt flattern wir die mal ab und dann zeige ich euch, wie das Zeug aussieht. Im Endeffekt ist das jetzt nichts Dolles. Ihr fliegt da quasi hin. Und ihr seht, da haben wir das Fischding. Da gehen wir einfach hin, klicken den Fisch an. Und dann werfen wir ein Netz drauf und kriegen jetzt halt einfach so ein von den Fisch-Items ins Inventar. Ne? Und ihr habt ja gerade gesehen, bei den NPCs können wir das dementsprechend wieder abgeben und bekommen dann ja, diesen Sack, wo wir sowohl einen Ruf-Token drin haben, als auch dann noch ein paar Ressourcen. Ne? Je nachdem, welche Art an Schriftrolle ihr kriegt, kriegt ihr halt dann ein anderes Token und mit dem Token halt für eine andere Fraktion den Ruf. Ihr könnt die auch, wie ihr gerade gesehen habt, im Combat aufmachen. Also wenn ihr im Kampf seid, könnt ihr trotzdem die Dinger aufmachen. Ist ja bei vielen anderen Kisten nicht der Fall, wo ihr dann immer alle Mobs vorher wegtöten müsst. Das ist bei den Teilen relativ angenehm. Hier noch eins. Das ist jetzt der Vogel. Das wird, glaube ich, hier für die Zentauren sein. Ne? Die haben ja Onara als ihren Schutzpatron. So, müssen wir da hoch einmal. Nochmal ein Token bekommen. Und jetzt sind wir bei 49. Jetzt haben wir das letzte noch. Und zwar ist das einmal ganz auf der anderen Seite. Jetzt muss ich bloß gucken. Jetzt haben wir wieder das Elan-Problem. Fliegen wir da noch einmal rüber. Dass wir das Achievement voll machen. Also ich kann euch jetzt sagen, ich habe dafür jetzt insgesamt, lasst mich mal nicht lügen, also 10 in einer halben Stunde, wenn es gut läuft, ist drin. Ne? Heißt, ja, 2,5 Stunden, 3 Stunden, je nachdem. Ne? Wenn ihr jetzt da in der Gruppe auch farmt, ist eigentlich machbar, würde ich jetzt mal sagen, mit ein bisschen Glück. Es ist natürlich teilweise ein bisschen unterschiedlich, wie viel man bekommt. Ich hatte vorhin auch mal Luck, habe aus einem Mob-Pulk 3 Stück auf einmal rausgezogen. Aber das ist halt eher seltener tatsächlich. So, das war jetzt das letzte. Da haben wir jetzt auch noch so ein Artefakt-Ding rausbekommen. Und ja, damit sind wir tatsächlich durch mit dem kleinen Achievement-Guide. Wie gesagt, wenn ihr noch dementsprechend Ruf farmen wollt, für vielleicht im Twink ist es ganz praktisch. Die Tokens, wenn ihr bei einer Fraktion ehrfürchtig seid, sind ja dann auch Battle.net-Account gebunden. Heißt, die könnt ihr dann auch auf Twink schicken. Und so rüber könnt ihr halt theoretisch auch ein bisschen Ruf-Tokens für euch selber oder für eure Twinks farmen. Seht ihr hier jetzt, wenn ich da gucke, ist quasi 250 Ruf, den ich dann auch auf einen anderen Char schicken kann. Ich kann es euch hier nochmal zeigen. Machen wir bei dem Drachen auch nochmal einen Token zum Eintauschen. Und da kriegen wir jetzt einfach mal Drachenruf. Gut, das war's soweit. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich soweit weiterhelfen. Sollten Fragen offen geblieben sein, schreibt sie gerne in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.